und sag ihr alles Gute von mir. Klar, mach ich. Ja, stimmt so. Danke. Ciao, ciao. Danke. Viel Spaß noch. Danke. Durch diesen Jungen habe ich es endlich verstanden. Leere. Ich glaube, kein Wort würde mich zu dieser Zeit besser beschreiben. Meine Welt dreht sich immer um dasselbe. Schneller, besser, mehr Umsatz, mehr Termine, mehr Gehalt. Sei hier, geh dahin, mach schneller. Wir müssen größer werden. Ich wollte es den anderen beweisen. Ich wollte es mir beweisen. Ich schaffe es bis an die Spitze. Ich kann auch erfolgreich sein. Aber ich habe mich dabei verloren. Ich bin zu lange über mein Limit gefahren. Ich habe zu lange nicht hingehört, nicht zugehört. Schipper, ich bin Notfallsanitäterin, mein Kollege der Herr Leu. Hallo. Hallo. Mutter ist auf der Treppe gestürzt, hat sich an der Schulter verletzt und jetzt darf man nicht liegen, das zu reingehen. Okay, ich bin Stefan Hummel, ich bin der Sohn. Kann ich euch irgendwas helfen noch? Wenn es möglich ist, den Rucksack nach unten mitbringen. Ja, klar. Das wäre klasse. Wie sitzen gut? Ja, alles gut. Dann fallen wir mal runter und dann haben wir Schulterschmerzen. Das wollen wir noch. Es hat lange gebraucht, bis ich die ersten Alternativen sah. Sie können auch Ihren Rucksack einfach auf Schulter legen. Mit dem Block machen. Okay, ich gehe vor mir. Die Karte? Ja, danke vielmals. Bitte schön. Also, dann fahren wir. Ja, wir sind schon da. Super. Danke nochmal. Alles Gute, tschüss. Ciao. Wir haben uns vor Jahren was getraut, was sich sonst keiner vertraut hat. Aber der Einsatz von LEDs ist heutzutage einfach State of the Art. Wenn ich unsere Geschichte und die Philosophie richtig verstehe, steckt in unserer DNA schon immer Design und die Verantwortung. Wir können uns morgen beim Kunden keine Fehler erlauben. Wir stellen es auf jahrelange Entwicklung. Ich sage nur eins: Man muss wir wollen das Ding nicht gegen die Wand haben. Nicht immer sagen, ich brauche auch was. Sag jetzt auch mal, was du tust. Kann es nicht sein, du musst mich an die her und das ist sowas. Ja, jetzt reg dich heute nicht so hart auf. Herr Bahn, der ja, das verstehen wir ja alle. Wir wollen alle. Bitte jetzt reg dich heute nicht so hart auf. Wir wollen das Land belassen. Wisst ihr um die Rede? Hast du ihn erreicht? Nein, bis auf Sturm und Schleife, dann liegen wir uns heute auch das Land belassen. Oh, ja. Mir ging es nie um Flucht, sondern um Veränderung. Irgendwann begriff ich, dass ich nicht in diese Welt gehörte, hatte mich selbst verloren. Und das, was einst meine Ziele waren, wurde irgendwann zur Belastung. Mir war klar, hätte ich dieses Leben so weitergeführt, gibt es entweder irgendwann den großen Crash oder ich treffe eine Entscheidung und ziehe selbst den Schlussstrich. Und die Übergabe bitte. So, fahr über 60 km/h und schnell. Gibt starke Schmerzen in der linken Schulter. Wir haben den Kombi jetzt komplett aufgestellt. Hi, Lukas von Rettungsdienst. Geht's dir? Weißt du noch, was passiert ist? Ja. Wie heißt du denn? Paul. Wie alt bist du? 18. Okay, Paul, wir checken dich durch. Stefan, ja. Geh bitte an den Kopf und übernehme. Ja. Hallo zusammen. Was haben wir denn? Männlicher Patient, 18 Jahre. Zustand nach Motorradunfall. Motorrad gegen PKW. Kein A, kein B, kein C-Problem. Kritische Kinematik, schwere Verletzung an linker Schulter. Stefan, wie heißt der Patient? Das ist Paul.
Hallo Paul. Alexander, ich bin der Kopf unten. Alles okay, mein Lieber? Gerade. Wir gucken, dass wir den Sauerstoff. Und Sauerstoff. Alles in Ordnung. Die Blumen kümmern sich. Kommen jetzt erstmal. Machst du einen Wärmeerhalt, dass wir eine Decke haben? Okay, machen wir kurz einmal die Beckenschlinge gerne. Hier oben machen den Stiffneck. Eins, zwei, drei. Die Beckenschlinge ist rum. Okay. Alles klar, verstanden. Paul, hast du Allergien? Nimmst du regelmäßig Medikamente ein? Ob sie keine Vorerkrankung haben? Wieder zu lahm, 5x5. Wunderbar, danke. Dann gebe ich ihm 2,5 Milligramm wieder zu lahm. Beide Zugänge gesichert? Beide Zugänge sind gesichert. Machen wir das zusammen. Zum ersten Mal spürte ich, wie es sich wirklich anfühlt, Kollegen zu haben. Einen guten Job zu machen, nicht nur zu nehmen. Ich kann es vielleicht nicht ganz erklären, aber das, was ich in diesem Moment spürte, war für mich mehr wert als jede Gehaltserhöhung. Zwischen dem ganzen Blaulicht, der Aufregung und Konzentration habe ich mehr über mich gelernt als je zuvor. Ich sah die meisten meiner Kollegen erst ein paar Mal, doch ich konnte ihnen blind vertrauen. Es ging mir dabei nie um Karriere oder Geld oder irgendwelche Vorteile. Ich wollte einfach etwas Sinnvolles tun. Noch mal einige Untersuchungen gemacht. Wir haben MRT von der Schulter gemacht und ich muss sagen, es steht sehr, sehr gut um Sie. Und wenn alles gut läuft, können wir Sie in 2 Tagen entlassen. Scheiße. Übermorgen. Wie hat sich das angesehen? Das hört sich super an, wirklich. Also, Schatz. Stefan, oder? Ja. Ich wollte mich bei euch bedanken. Für alles. Ey, dafür sind wir da. Ey, komm her. Es gibt einen Unterschied zwischen Beruf und Berufung. Und die Suche danach hat hier ihr Ende gefunden. Und durch ihn habe ich es endlich verstanden. Es ist nie zu spät, etwas Gutes zu tun.